Der Sedlitzer See im Lausitzer Seenland ist mit einer Seefläche von rund 1400 Hektar der größte von insgesamt 23 künstlichen Seen, die im Zuge der Rekultivierung des Braunkohletagebaus durch Flutung entstehen. Bevor mit der Entflutung des Sees begonnen werden kann, gilt es, echte Herausforderungen zu meistern, die mit dieser letzten Flutung zusammenhängen. Unterhalb der kleinen Ortschaft Lieske hat sich auf einer Länge von rund 1500 Metern aufgrund von windinduzierten Wellen und damit einhergehenden Erosionsprozessen ein Kliff mit einer Höhe von bis zu 5 Metern ausgebildet. Dieses gilt es nun seitens der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbauverwaltungsgesellschaft zu sichern, eine weitere Erosion und damit eine größere Katastrophe für die Ortschaft Lieske zu verhindern. Um einen durchgehenden Schutz zu garantieren, werden auf einer Gesamtlänge von 1,2 Kilometern Hüsker Soiltain Küstenschutzschläuche installiert. Diese Schläuche sind die natürlich anmutende und wirtschaftliche Alternative zu Stein und Beton, denn sie werden mit lokal vorhandenem Sand befüllt und sparen dadurch den Transport von Baumaterialien wie zum Beispiel Wasserbausteine ein. Durch die hydraulische In-situ-Befüllung der Schläuche lässt sich eine 50 Meter lange Erosionsbarriere in einem Arbeitsgang herstellen. Die großvolumigen Soiltain-Schläuche bieten eine durchgehende Barriere sowie einen dauerhaften Erosionsschutz für den langen Uferabschnitt. Die zum Kliff hin versetzt angeordnete zweilagige Stapelung der Schläuche ermöglicht eine Verbauhöhe von 4 Metern. Das sandfarbene Material fügt sich optisch gut in das Landschaftsbild ein und bildet durch oberflächliche Besiedlung von lokalen Organismen eine natürliche Schutzschicht aus. Nach der Flutung werden die Schläuche komplett unterhalb der Wasseroberfläche liegen. Durch die Kombination der Küstenschutzschläuche mit unterschiedlichsten Materialien aus dem Hüsker Produktportfolio wird ein nachhaltiger Verbau des Kliffs erreicht. Die von der Bundesanstalt für Wasserbau, BAW, geprüfte HT-Sandmatte findet Verwendung als Kolkschutzmatte unterhalb der Schläuche, wodurch sowohl eine Unterspülung als auch die Erosion des Untergrundes während des hydraulischen Befüllprozesses der Schläuche verhindert wird. Der BAW-geprüfte Wasserbaufließstoff aus der HT-Produktfamilie ermöglicht eine erosionssichere Arbeitsplattform für die Installation der zweiten Schlauchlage und einen filterstabilen Aufbau des Deckwerkes oberhalb der Schläuche. Die kleinformatigen, flexiblen Soiltain-Sandcontainer stellen das optimale Verbauelement dar, um etwaige Höhendifferenzen im Überlappungsbereich der Schläuche auszugleichen. Dank der Soiltain-Küstenschutzschläuche, individueller Planung durch die Hüsker Ingenieure und dem projektspezifischen Verbund mehrerer Hüsker Produkte wird das Kliff Lieske nun langfristig gesichert sein. Für die Ortschaft Lieske ist eine sichere finale Flutung des Sedlitzer Sees gewährleistet. Der Sedlitzer See wird in Zukunft Teil eines riesigen Naherholungsgebietes und damit ein wesentlicher Wirtschafts- und Wohlfühlfaktor für eine ganze Region sein.